Die NATO steht vor einer der größten militärischen Herausforderungen ihrer Geschichte. Nach 79 Tagen Luftangriffe gegen die jugoslawischen Streitkräfte steht der Einmarsch der Bodentruppen zur KFOR-Mission bevor. Ganz vorne dabei auch Soldaten der Bundeswehr. Nach monatelangem Warten und Vorbereiten ist der Vorausverband der Einsatzbrigade nahe dem Flughafen Skopje jetzt aufgefahren. Also ich denke, wir sind mittlerweile sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Die größte Sorge für mich ist sicherlich ein Auffahren auf eine Mine, ein Unfall. Jeder Soldat weiß, wie er reagieren muss, wenn er in eine bedrohliche Lage gerät oder gar beschossen wird. Und jeder Führer, jeder Soldat wird entsprechend reagieren und keinen Zweifel dran lassen, dass er zurückschießen wird, wenn er beschossen wird. Es ist kurz nach 10 Uhr. Abmarsch für den gepanzerten Vorausverband. Erstes Fahrzeug, ein Kampfpanzer Leopard, der zusammen mit einem Schützenpanzer Marder die Spitzengruppe bildet. Dicht dahinter die übrigen Teile des Spitzenzuges der als Vorhut eingesetzten verstärkten Kompanie. Aus dem sandigen Gelände des Aufmarschraumes führt die Marschstrecke auf der Autobahn nach Skopje. Mit hoher Geschwindigkeit überbrückt der Vorausverband die knapp 30 Kilometer bis zur mazedonischen Hauptstadt. Volle Konzentration und Aufmerksamkeit sind jetzt erforderlich. Nach einer knappen halben Stunde erreicht der erste deutsche Kampfpanzer das Stadtzentrum von Skopje. Auf der Höhe des Flüchtlingslagers Stankovac, unmittelbar vor der Grenze zum Kosovo, sind Hunderte von Kosovo-Flüchtlingen auf den Beinen, um den marschierenden deutschen Konvoi zu begrüßen. Gegen Mittag der Grenzübergang Blace. Dort, wo noch vor Wochen tausende Kosovo-Flüchtlinge von den Serben über die Grenze nach Mazedonien vertrieben wurden, ist niemand mehr zu sehen. Kurz nach 12 Uhr überfährt der Zugführer des Spitzenzuges mit seinem Kampfpanzer Leopard die Grenze zum Kosovo. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland betritt ein deutscher Soldat der Bundeswehr im Rahmen der NATO-Friedenstruppen das Kosovo. Damit beginnt eine bislang beispiellose militärische Herausforderung für alle beteiligten Soldaten der KFOR-Truppe. Nach 15 Minuten haben alle Fahrzeuge des Vorausverbandes die Grenze passiert. Das Ganze geschieht ohne Zwischenfälle und ist im Zeitplan. Die deutschen Soldaten marschieren weiter landeinwärts in Richtung Prizren, etwa 90 Kilometer entfernt im deutschen Sektor. Sie werden gegen Mitternacht dort eintreffen. Zur Unterstützung des Vorausverbandes werden dem Kommandeur Fallschirmjäger unterstellt und im Lufttransport über die Grenze nach Prizren geflogen. Ihr Auftrag besteht vor allen Dingen darin, die gerade eingetroffenen Truppenteile zu sichern und die gepanzerten Checkpoints und Spähtrupps infanteristisch zu verstärken. In vier Wellen werden die Männer und das Gerät vom Lager Tetovo aus ins Einsatzgebiet geflogen. Mit dieser CH-53 überfliegt zum ersten Mal ein deutscher Hubschrauber im Rahmen einer taktischen Luftlandung die Grenze zum Kosovo. Beim Passieren der Grenze werden die Bordmaschinengewehre der Dorgana fertig geladen. Die Maschinen sind combat ready, die Bordwände zusätzlich gegen Beschuss gesichert. Überflug über den Gebirgspass im Grenzgebiet. Noch 10 Minuten bis zur Landung. Der Herzschlag der Männer ist fast hörbar. Die Lage im Absetzraum ist unklar. Es kommt darauf an, unmittelbar mit den dort eingesetzten Sicherungskräften der Voraustruppen Verbindung aufzunehmen. Nach Eintreffen der ersten Fallschirmjäger sind vereinzelt Schüsse aus den Häuserruinen zu hören. In der Stadt sind noch Teile der jugoslawischen Armee, der Paramilitärs und der UCK-Gruppen. Ein erster Konvoi der deutschen Hauptkräfte hat Prizren über den albanischen Grenzübergang Kukës bereits am Mittag erreicht. Am Abend setzen sich nun hier über 400 Fahrzeuge, der größte Anteil der Hauptkräfte der deutschen Einsatzbrigade, in Richtung Kosovo in Bewegung. Auch diese Marscheinheiten müssen durch die mazedonische Hauptstadt Skopje. Die örtliche Polizei ist überfordert, es kommt zu Staus und Behinderungen in der Innenstadt von Skopje. Der Empfang der deutschen Soldaten löst spontane Begeisterung aus. Die Männer sind bewegt. Trotzdem ist die Atmosphäre gespannt, denn trotz der überwiegenden Begeisterung fliegen gelegentlich auch Steine auf die Fahrzeuge.
Am Rande des Flüchtlingslagers Stankovac bietet sich das gleiche Bild. Erleichterung bei den Flüchtlingen beim Erscheinen der deutschen Soldaten. Kurz vor Mitternacht erreicht der Konvoi die Grenze zum Kosovo. Für die knapp 90 Kilometer bis Prizren braucht die Kolonne 13 Stunden. Immer wieder gibt es Verzögerungen durch liegen gebliebene Fahrzeuge der jugoslawischen Armee. 8 Tunnels und 16 Brücken auf den ersten 30 Kilometern können teilweise nur im Einzelmarsch überquert bzw. durchfahren werden. Während des Marsches hört man vereinzelt Schüsse. Im Morgengrauen erreicht der Konvoi Prizren. Die Stadt gleicht einer Geisterstadt. Lediglich im Zentrum ist Leben. Die Lage ist dort hochexplosiv. Im Ort sind noch Teile der jugoslawischen Armee, Serben auf dem Rückzug und Kämpfer der UÇK und Einheiten der Sonderpolizei zu sehen. Hier kann es jede Sekunde zu Übergriffen kommen. Dennoch, die Bevölkerung begrüßt die deutschen Soldaten mit Blumen. Morgen! Morgen! Hallo! Willkommen! Morgen! Im Laufe des Vormittags versammeln sich immer mehr Menschen an zentralen Plätzen in der Stadt, um ihre Freude und Begeisterung für die eintreffenden Soldaten zu zeigen. Denn von ihnen versprechen sie sich das Ende der Feindseligkeiten in ihrem Land. Die Sympathie der Bevölkerung ist nahezu grenzenlos. Deutsche Fahrzeuge werden mit Blumen geschmückt. Erleichterung wird spürbar bei den Menschen und auch bei den Helfern vor Ort. Die deutsche Einsatzbrigade hat am frühen Morgen ihr Hauptquartier in Prizren mit allen Teilen erreicht. Nun kommt es darauf an, sichere Verhältnisse zu schaffen und die Arbeitsbereitschaft herzustellen. Das Räumen von Minen im unmittelbaren Bereich des Hauptquartiers hat erste Priorität. Die KFOR-Friedenstruppe hat ihre Arbeit im Kosovo aufgenommen. Der Weg für tausende Vertriebene in ihre Heimat ist wieder offen. An den Grenzübergängen, wie hier in Albanien, stauen sich kilometerlang die Autos der Rückkehrer.